55, die Djinn. Hallo und herzlich willkommen zur Ostfriesen-WG. Letzte Woche haben wir über die Bibel gesprochen. Wer ist Gott Jahwe aus Tanach und seine Ehefrau, die Aschera? Wer mehr wissen möchte, der schaue das Video von letzte Woche Freitag. 54, die wahre Bibel. Heute, am 10.06.2022, reden wir über den Koran oder besser gesagt über die Djinn. Fangen wir an, los geht's! Am Anfang gab es nichts außer der erhabene Allah. Er erschuf aus nichts den Himmel und die Erde. Nachdem die Erde in 6 Zyklen erschaffen hatte, erschuf er das Meer. Als nächstes erschuf er seinen Turm und den Stift. Der erhabene Allah sprach zum Stift: Schreib. Der Stift fragte den erhabenen Allah: Was soll ich schreiben? Und Allah antwortete: Schreib, was vor 50.000 Jahren vor der Erschaffung der Erde war. Und schreib, was jetzt ist und was sein wird, bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Nach einigen Jahren, nachdem der erhabene Allah das Licht geschaffen hatte, schuf der erhabene Allah aus dem Licht die Engel. Die Engel waren frei von Gelüsten und sie tun nichts anderes als Allah zu dienen und ihn anzubeten. Jeden Tag schuf der erhabene Allah 70.000 Engel, die sich im ganzen Universum ausbreiteten. Nach den Engeln schuf der erhabene Allah die Djinn aus Feuer ohne Rauch. Die Djinn lebten auf der Erde 2000 Jahre, bevor es Adam gab. Allah gab den Djinn viel Kraft und Macht. Sie waren anders als die Engel. Die Djinn hatten einen eigenen Willen. Die Djinn lebten auf der Erde. Sie waren ähnlich wie die Menschen. Es gab Männer und auch Frauen. Sie heiraten und bekamen genauso Kinder wie die Menschen. Sie lebten in
sippenähnlichen Strukturen. Allah hatte die Dschinn aus Feuer erschaffen und sie lebten auf der Erde und hatten ein Taklif. Das bedeutet, sie haben von Allah eine Aufgabe erhalten, die Verpflichtung, Allah zu gedenken. Wenn Allah seiner Schöpfung eine Verpflichtung aufbürdet, so sendet er Gesandte aus. Das tat er auch bei den Dschinn. Er sandte Dschinn-Gesandte aus. Die Dschinn aus Feuer erschaffen wurden, tragen sie es in ihren Charakter. Sie sind feurig, wütend, aufbrausend, voreilig und hastig. Sie sind gewaltbereit. Sie streiten und kämpfen und sind verdorben, arrogant und überheblich. Jeder will besser sein als der andere. Sie führten blutige Kriege und brachten sich gegenseitig um. Die Aggression liegt in ihrer Natur. Aber unter den mächtigen Dschinn gab es nicht nur Böse. Es gab auch gute und fromme Dschinn, die Allah anpriesen. Und zu diesen Dschinn wurden die Gesandten geschickt. Aber viele von den Gesandten wurden getötet. Es herrschte sehr viel Verderben und Unheil auf der Erde. Unter den Dschinn gab es einen, der besonders fromm war, Iblis. Iblis lobpreiste Allah so sehr. Die Dschinn hatten die Macht zu fliegen. Sie mussten nicht auf der Erde bleiben. Sie konnten aufsteigen zu den verschiedenen Ebenen des Himmels. Erst als der erste Gesandte Allah entsandt wurde, wurden die Dschinn auf dieses eine Universum begrenzt. Aber Iblis konnte immer höher steigen und höher zu den Engeln und zu Allah. Für Iblis gab es keine Grenzen im Himmel. Er konnte überall hin. Allah erlaubte Iblis, dass er sich bei den Engeln aufhalten konnte. Aber Iblis blieb ein Dschinn mit freiem Willen und kein Engel. Nach einiger Zeit beschloss Allah, die Engel auf die Erde zu entsandten, um die Dschinn zu vertreiben. Jene Dschinn, die Verderben hervorgebracht hatten. Diese Armee der Engel ging hinunter auf die Erde, um viele dieser entarteten Dschinns zu bekämpfen. Iblis bat um die Erlaubnis, an der Seite der Engel gegen die verdorbenen Dschinn auf der Erde zu kämpfen. Und Allah gab ihm die Erlaubnis. Also stiegen sie gemeinsam auf die Erde herab und töteten eine Vielzahl von Dschinn. Nur einige wenige der Dschinn ließen sie auf der Erde am Leben. Iblis kehrte zusammen mit den Engeln zurück in den Himmel. Für viele Jahre lebte Iblis im Himmel, neben den Engeln. Die Dschinn haben kein so kurzes Leben wie wir Menschen. Sie leben viele Jahrtausende lang. Nach vielen Jahren beschloss Allah, jemanden Neuen auf die Erde als Nachfolger zu bestimmen. Nach dieser Aussage war Iblis richtig glücklich, weil Iblis wusste, dass die Engel nicht in der Lage sind, die Welt zu beherrschen. Denn sie wurden geschaffen zur absoluten Gehorsam zu Allah. Sie werden immer gehorsame Diener Gottes sein. Nicht so wie in der Bibel, wo die Engel ungehorsam sein können und zur Strafe auf die Erde geworfen werden zu gefallenen Engeln. Das gibt es im Koran nicht. Engel wurden geschaffen, um Allah zu gehorchen und zu dienen. Sie können gar nicht anders. Daher denkt Iblis, wenn jemand die Erde beherrschen soll, wird es eine aus der Schöpfung der Dschinn sein. Daher geht Iblis davon aus, dass Allah vermutlich ihn als Nachfolger bestimmen wird. Aber Allah hatte nicht vor, jemanden aus dem Dschinn-Geschlecht als Nachfolger zu bestimmen. Allah hatte beschlossen, eine neue Schöpfung zu erschaffen. Und das schockierte Iblis. Da er in all den Jahren Allah lobpreiste und so gut gewesen ist. Und dadurch Macht erlangen wollte. Er wollte Herrscher auf der Erde sein, mit Prestige und Macht. Er hatte Träume und Sehnsüchte und all das sollte nun zerstört werden durch eine neue Schöpfung.
Iblis war so hoch aufgestiegen, er stand an der Seite der Engel. Aber er hat den freien Willen. Er kann entscheiden und wenn Iblis das Richtige tut, sammelt er Pluspunkte. Im Gegensatz zu den Engeln. Sie haben keine freie Wahl. Sie sind so geschaffen, immer das Richtige zu tun. Aber jemand, der zwischen richtig und falsch wählen kann, wird belohnt, wenn er das Richtige wählt. Iblis stand auf der gleichen Stufe wie die Engel. Iblis war fromm und glaubte an die Einheit Allahs, an seine Macht und seine Kraft. Iblis war ein aufrichtiger Diener Allahs. Aber Iblis sollte in seiner Aufrichtigkeit geprüft werden. So sagte Allah eines Tages zu den Engeln, ich werde ein Wesen aus Lehm erschaffen, den ersten aller Propheten, den allerersten Menschen, unseren Vater Adam. Aber Iblis gefiel das nicht. Die Engel wussten, dass sie aus Licht erschaffen wurden und dass die Dschinn aus Feuer erschaffen wurden. Sie brachten viel Leid, Unheil und Blutvergießen auf die Erde. Die Engel fragten, wirst du eine Schöpfung erschaffen, die wieder Blut auf Erden vergießen wird und Unheil verbreiten wird? Wenn wir doch deinen Namen lobpreisen. Sie zweifelten Allah nicht an, sie fragten, um Wissen zu erlangen. Allah hat es ihnen nicht erklärt. Sie würden es nicht verstehen, bis sie es sehen. Das Einzige, was Allah zu seinen Engeln sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Allah schickte die Engel los, um Erde zu besorgen. Rote Erde. Weiße Erde, schwarze Erde und gelbe Erde und sie alle auf einen Haufen zu kippen. Die unterschiedlichen Farben der Erde steht für die verschiedenen Hautnuancen oder Töne von den Kindern Adams. Viele, viele, viele Jahre lang lag der Erdhaufen unverändert da. Die Erde wurde über die Jahre fauliger und dunkler zu Lehm. Nach langer Zeit formte Allah aus dem Lehm einen Mann, Adam, aber ließ ihn anschließend viele Jahre unberührt dort stehen. Iblis fragte die Engel, was ist das Besondere an dieser Schöpfung? Zur gleichen Zeit begann etwas in seinem Herzen zu wuchern. Es war Neid. Und statt dieses Gefühl zu zügeln, lässt er es zu, dass es Besitz von ihm ergreift. Er wollte das neue Wesen sehen. Aber es beeindruckte ihn nicht besonders. Es war nur aus Lehm, von dunkler Farbe, da keine Seele in ihm war. Er fasste dieses Geschöpf an und schubste es. Er konnte hindurchströmen, da er selbst aus Feuer geschaffen wurde. Und er gleitete durch den Körper hindurch. Dabei fand er heraus, dass dieses Wesen von innen hohl war. Und dachte, du bist ein schwaches Geschöpf. Zeit verging und Allah beließ den Körper von Adam so, wie er ist. Und jedes Mal, als Iblis dieses Wesen anschaute, empfand er ein wenig Angst. Einen toten Körper anzusehen, kann angsteinflößend sein. Iblis versuchte die Angst zu bewältigen und sagte, ich bin besser als du. Du wirst nicht besser sein als ich. Ich bin besser als du. Und der Neid stieg in ihm an. Ich werde immer Allahs Liebling sein. Und ich werde alles dafür tun,
damit es so bleibt. Allah beließ den Körper von Adam unverändert, bis Iblis Neid immer größer wurde und sich in Stolz und Arroganz verwandelte. Nach einiger Zeit hauchte Allah den Lehmkörper die Seele ein und versammelte die Engel. Allah befahl den Engel, werft euch nieder vor Adam. Und die Engel gehorchten unverzüglich, verneigten sie sich vor Adam, außer Iblis. Iblis verneigte sich nicht. Allah fragte Iblis, warum hast du nicht befolgt, was ich dir befohlen habe? Warum hast du dich nicht vor Adam niedergeworfen? Und Iblis sagte, ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn nur aus Lehm. Ich bin besser als er. Iblis hat sich bewusst dem Befehl von Allah widersetzt. Er hat sich selbst erlaubt, stolz und arrogant zu sein, was dazu führte, dass er ungläubig wurde. Allah fragte Iblis, was hindert dich vor der Niederwerfung vor jemandem, den ich selbst erschaffen habe? Und Iblis antwortete, ich bin besser als er, weil du mich aus Feuer erschaffen hast. Und ihn hast du nur aus Lehm erschaffen. Ich bin höher gestellt als er. Allah sagte zu ihm, beharrst du auf deine Entscheidung? Und Iblis antwortete ihm, ich beharre. Allah gibt ihm die Möglichkeit zur Besinnung, aber er bleibt dabei. Allah sagte ihm schließlich, ich habe ihn erschaffen und ich habe dir befohlen und du hast dich mir widersetzt. Du bist verflucht, du bist Scheitan, der Verfluchte. Scheitan hebt die Hände und bittet Allah, er macht Dua, Bittgebet heißt das, zu Allah. Gib mir eine Frist bis zum jüngsten Tag. Und Allah sagte ihm, du bekommst, was du willst. Und nachdem Scheitan bekommen hat, wonach er gefragt hatte, forderte er Allah heraus. Er schwört bei Allahs Ehre, bei seiner Macht, bei seiner Kraft. Er sagt, bei deiner Macht und bei deiner Kraft, ich werde sie alle irre führen. Allahu Akbar. Allah sagte ihm darauf, du willst sie irre führen? Ich werde alle Kinder Adams irre führen und ich werde zu jedem Einzelnen gehen. Nur zu besteige jeden von ihnen, jeden, den du kannst, jeder, der dir folgen will, und versuche sie mit deinen Einflüsterungen in die Irre zu führen. Und durch materialistische Sachen und durch ihre Wünsche in die Irre zu führen. Verbünde dich wie ein Gefährte, gib ihnen falsche Hoffnung. Allah sagt uns, dass Scheitan nichts verspricht, außer Täuschung. Er meint nichts aufrichtig, was er sagt. Allah sagt auch, über meine aufrichtigen Diener wirst du keine Macht haben. Ich werde alle in die Irre führen.
mit Ausnahme deiner aufrichtigen Diener unter ihnen, die Gewissheit haben. Die Djinn gibt es auch heute noch auf der Erde. Nur sind sie für unsere Augen nicht sichtbar. Aber sie können uns sehen und unter Umständen uns beeinflussen. Es gibt nicht nur böse Djinn, sondern auch gute. Sie können mit ihren Siegeln beschwört werden. Nur solltet ihr daran denken, dass sie mit ihren Siegeln nicht gebannt werden können. Diese Siegel dienen nur, sie zu rufen. Um sie zu bannen, braucht ihr ihre Körpersiegel. Nächste Woche Freitag reden wir über Golem. Seid gespannt und bleibt dabei!